heute in Verbundenheit zurückblickend, aber auch wehmütig, das Ende der Amtszeit von Rektor Reinhard von Gutzeit und seinem Team. Wir wollen unseren Dank für, im wahrsten Sinne des Wortes, gute Zeiten zum Ausdruck bringen. Dem Anlass entsprechend wird dieser Abend mit vielfältigen Erinnerungen und persönlichen Reminiszenzen erfüllt sein. Der erste Eindruck war ein wirklich sehr, sehr guter. Ich weiß nicht, wieso prekär dir gegangen ist. Auf jeden Fall ist es so etwas wie Freundschaft auf den ersten Blick. Und ich glaube, wir haben damals beide das Gefühl gehabt, wir gehen da einer guten gemeinsamen Zeit, nicht zuletzt für Salzburg, entgegen. Dein unermüdlicher Geist, deine innovative Kraft, deine nicht enden wollende Energie, dein aufrechter, feiner Charakter, das alles wird uns sehr fehlen. Wir danken dir für die Professur. Wir danken dir für die Knete. Wir danken dir fürs Theater. Wir danken dir für die Aufmerksamkeit. Wir danken dir. Wir danken dir. Ich darf heute auch im Namen des Landeshauptmannes Wilfried Haslauer Dank und Anerkennung für ihr Wirken in den letzten 8 Jahren an der Universität Mozarteum aussprechen. Es ist heute ein wunderbarer Abend, an dem die Wertschätzung Ihrer Person, Herr Rektor, im wahrsten Sinne des Wortes Ausdruck verliehen wird. Der Herr Rektor kann ja Kraft seiner Herkunft von sich behaupten, zu Recht behaupten, ich bin ein Berliner. Ja. Er kann aber Kraft seiner Tätigkeit, seines Wirkens hier in der Stadt Salzburg mit ebenso großem Recht sagen, ich bin ein Salzburger. Und ich bin wild entschlossen, dir das jetzt gleich anschließend mit Brief und Siegel zu bestätigen. Schlimm ist der Verlust für alle, aber im speziellen Falle ist er schlimmer noch für mich. Denn heute verabschiedet sich nicht nur der, der seit dem Jahr, in dem ich anfing, Rektor war, sondern auch mein Lieblingsnachbar mit Fernseher, Bier und Dachbar und mit deiner lieben Frau. Ach, es ist ein Super-GAU. Ihr seid weg, was wird aus mir? Ohne Fußball, ohne Bier. Es verstummt der Fangesang. Dieses ist mein Untergang. Ah, du heißes teure Seele, dass ich fern von dir mich werde. Ihre Macht, die Herzenkraft. Beim oberflächlichen Durchblättern des heutigen Programms ist mir aufgefallen, dass es sich hier um eine hervorragend durchkomponierte und ausgezeichnete Szene gesetzte Hommage an einen Großen dieses Hauses handelt. Bei näherem Hinsehen aber ist mir zudem aufgefallen, dass mit der Wahl der Komponisten, der Instrumente und der ausführenden Künstler sogar Charakter und Führungsstil dieses unseres Rektors sehr authentisch beschrieben wird. Zeichen der großen Anerkennung für dich, liebe Gabin, und auch ein symbolisches Präsent für Stefan David Hummel. Ich darf euch drei herzlich einladen, diese Geschenke hier auf der Bühne in Empfang zu nehmen. Thank you.
Partei wir zusammen. Wer dies nicht wissen, beide Auszeichnungen werden seit Menschengedenken von der Stiftung Mozarteum an exzellente Studierende der Universität Mozarteum verliehen, womit ich im guten kubanischen Sinn nur sagen kann, muchas gracias, compañero. Wir wünschen der Glückung, das soll bei euch stimmt und das soll bei der Wind von der Grechten seid Kind. Und das soll bei der Wind von der Grechten seid Kind. Das kleine Lied, gesungen von Studierenden Volksmusik, das auch an der Abteilung Musikpädagogik ist, sollen alle guten Wünsche symbolisieren, die wir euch mitgeben. Ich danke dafür auch Reinhard von Gutzeit und seinem Team, dass die Bildenden und angewandten Künste, deren die Abteilung vertrete ich hier, immer tatkräftig unterstützt und gefördert haben und die Aufmerksamkeit, Interesse an dem Geschehen in dieser Abteilung gezeigt haben. Für ein Kind ist die Welt groß, für ein Rind ist sie klein. Was will ich lieber sein? Für einen Dichter ist die Welt gut, für einen Kaufmann ist sie schlecht. Wer hat recht? Für eine Biene ist die Welt kurz, für einen Autofahrer ist sie lang. Wer kennt den Zusammenhang? Für einen Physiker ist die Welt kompliziert, für einen Träumer ist sie leicht. Wer hat mehr erreicht? Für einen Christen ist Jesus der Sohn Gottes, für einen Juden ist Gott kinderlos. Was wollen die bloß? Für dich bin ich ein Mensch, für mich bin ich ein Ich. Und unterm Strich... Alternative immer als ein unglaubliches Privileg empfunden, seine Arbeit in einem solchen Umfeld nachgehen zu dürfen. Von der schönen, schwierigen Aufgabe, für diesen faszinierenden Betrieb hier die Verantwortung zu tragen, verabschieden sich Brigitte Engelhardt, Lukas Hagen, Wolfgang Gratzer und ich heute. Wir tun es nicht nur in Melancholie, aber vor allem mit vielen guten Gedanken. Unsere wunderbare Zusammenarbeit war von absoluter Verlässlichkeit, von hundertprozentigem Vertrauen, Aufrichtigkeit und Humor geprägt. Danke allen für diesen außerordentlich schönen und bewegenden Abend. Er hat erfreulicherweise den Abschied noch ein bisschen schwerer gemacht.